Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Heute soll es darum gehen, wie könnt ihr in ein Fahrzeug, das wir jetzt nicht wie im ersten Teil eintragen wollen in den Universal Passenger, sondern dass wir das Fahrzeug nehmen und in das Fahrzeug den Universal Passenger integrieren. So sage ich jetzt einfach mal. Wie man das machen kann, das gehen wir in der Folge durch und halten uns gar nicht lange auf. Sondern ihr kriegt das Intro und ich bereite den Rest vor. So, da ich hin und wieder gefragt war, wo man sowas herkriegt, gehen wir es einmal durch. Es gibt hier die Seite farmingsimulator.com und wenn ihr hier auf Mods klickt, dann habt ihr hier eine Suchzeile. Und über die Suchzeile könnt ihr zum Beispiel Universal eindrangen. Und, ja, komisch, ich dachte immer, das ist hier ein Button, dass man mit der Maus drauf drücken kann. Wenn das nicht geht, so wie bei mir, dann drückt ihr einfach Enter. Und dann kriegt ihr die ganzen Suchvorschläge. Und hier kommt dann auf einmal, müsst ihr natürlich lesen, Universal Passenger. Und das Universal Passenger Vehicles of Mod Hub. Und wer nicht so viel scrollen will, der kann auch hergehen und einfach nur nach Passenger suchen. Und dann wird er sehen, es sind nur zwei Zeilen, da muss man nicht so viel durchschauen. Prinzip ist wie bei Google, so ist es hier beim Farming Simulator auf der Homepage auch. Eintragen, was zum Suchen ist und hier findet man das Ganze. So, ich empfehle euch, ladet euch einfach mal beide Dateien runter. Das geht entweder, dass ihr hier auf das Icon klickt, hier zum Download, oder dass ihr hergeht und wenn ihr das in einen neuen Tab wollt, rechtsklick und dann in einen neuen Tab öffnen. Und dann könnt ihr das hier runterladen und das gleiche könnt ihr hier mit dem Vehicles of Mod Hub machen. Zack, und dann habt ihr es runtergeladen. Die Dateien befinden sich bei euch dann in eurem Download-Ordner, das heißt Dokumente Download, und da findet ihr dann die ZIP-Ordner. Beim ZIP-Ordner ist es so, der ist gepackt, der Ordner, und damit ihr den bearbeiten könnt, damit ihr vernünftig damit arbeiten könnt, geht her, entpackt das Ganze. Es gibt verschiedene Programme, gehen jetzt nicht weiter drauf ein, und dann habt ihr hier die beiden Ordner so gesehen. Einmal den Universal Passenger und einmal den Universal Passenger Vehicle of Mod Hub. Wir gehen her und brauchen eigentlich den Vehicle of Mod Hub. Und hieraus, Moment, ist auf der anderen Seite, im Vehicle of Mod Hub befinden sich die Dateien hier drin und da braucht ihr einmal die XML. Und einmal die unterste Zeile hier, die müsst ihr nämlich in euer Fahrzeug XML, Fahrzeug Moddesk eintragen. So. Ja. Dann haben die meisten wahrscheinlich schon abgeschalten. So, wenn ich die Zuschauerstatistiken anschaue, auf YouTube Analytics, dann sehe ich, dass die Videos im Schnitt 3, 5 bis 5, vielleicht auch mal ausnahmsweise 6 Minuten geschaut werden. Da ich ja immer so viele Fragen kriege, war ich am Überlegen, mache jetzt nur noch 6 Minuten lange Videos, dass sie wirklich jeder dann noch anschaut und mache einfach für jeden Schritt ein Video. Ja. Aber ich möchte euch jetzt nicht strafen damit, das betrifft wahrscheinlich sowieso die Falschen. Ich habe ein Fahrzeug vorbereitet und das Fahrzeug, das ich vorbereitet habe, ist der Armor Track. Wo haben wir denn? Das hast du vorbereitet und hat es nicht. Genau. Hier. Wer das Fahrzeug nicht kennt, das Fahrzeug ist original im Spiel, also habe ich über ein GE einfach rausgeholt aus dem Spiel und hier, wenn wir das Ganze einbauen, schauen wir uns einmal hier an. Der GE braucht immer einen kleinen Moment zum Laden, das kennt ihr ja schon alle, dann erstellen wir uns eine Kamera, switchen in die Kamera rein und steinigt mich nicht. Ich gehe davon aus, das Vesper-Bradleton soll ein Beifahrersitz sein. Bin mir nicht ganz sicher, denn hier ist eigentlich das Polster. Könnt ihr das Ganze auch gucken, ob man den hier oben platziert, dass ihr die Füße ablegt.
Ich weiß es nicht genau. Warum nehme ich jetzt das Fahrzeug? Ganz einfach. Das Video sucht ihr eh raus, damit ihr das einbauen könnt, den Universal Passenger. Und vom Prinzip her kann ich es euch an dem zeigen. Und ich will hier aufhören, das Ganze jedes Mal so vorzuarbeiten, dass ihr keine Arbeit mehr habt. Ich habe auch Arbeit damit und wenn die Sachen so vorbereitet wie immer, dass ihr euch was rauskopieren könnt oder sonst was und ich dann ja fast schon hunderte E-Mails oder Nachrichten krieg, ja, es wird irgendwann langweilig, muss ich so sagen. So, der erste Punkt, den ihr machen müsst, Universal Passenger, ist Multiplayer-Skript. Das heißt, wenn ihr euch hier das Ding rauszieht, dann solltet ihr hergehen und solltet das Ganze einmal Multiplayer-fähig machen. Und das machen wir über die Zeile hier. Das kopieren wir uns einfach und tragen es hier in unserem Armatrag, tragen wir das mit ein, denn ansonsten bringt euch das Ganze nichts, wenn ihr das nicht Multiplayer-fähig habt. So, dann machen wir die wieder zu und dann haben wir nur noch unseren Armatrag offen. Und jetzt gehen wir her und öffnen. Haben wir ja schon offen. Und nehmen uns hier aus der Moddesk vom Universal Passenger, dem Vehicle of Mod Hub, nehmen uns die Zeile hier unten mit raus, wie ich gesagt habe. Und die fügen wir auch einfach hier drüben ein. So. Perfekt. Das machen wir zu. Ja, das speichern wir. Und jetzt ist es wichtig, entweder ihr passt euch hier die Zeile an, das kommt darauf an, wo ihr euer XML dann hinkopiert haben wollt. Ich bin ein Freund davon, wenn man hergeht, das machen wir auch mal zu, hätte man nicht zumachen müssen, wenn man hergeht und sich das Ganze ein bisschen geordnet drin hat. Also ich habe hier normalerweise immer meine Moddesk gleich am Anfang und die Fahrzeug-XML. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich brauche weitere XML oder sowas, dann mache ich das ganz gern, dass ich hier einen neuen Ordner mache mit XML oder mit Texturen oder mit sonst irgendwas. Und hier kopieren wir uns nämlich dann unsere XML rein. Also hier ist, man sieht, es ist ja hier genau das gleiche. So, die kopieren wir uns und mit Steuerung V fügen wir sie hier ein. Und die schauen wir uns mal an und dann sehen wir, ah, da sind schon die ganzen Fahrzeuge mit drin. So, wir können jetzt hergehen und sagen, wir suchen uns die Koordinaten. Also hier sind die, wir haben einmal den Passenger, das ist die Person, also hier die Passenger Node, das ist die Person, die wir im Spiel sehen, also unsere Spielfigur. Und hier ist dann die Kamera, das ist dann Kameraposition oder sowas. Steinigt mich nicht, erneut. ja. Wir brauchen das hier oben. Das ist für uns das Wichtige. Und wir gehen jetzt einfach her, löschen das Ganze raus. Wie der ein oder andere schon gesehen hat. Ich glaube, im Discord habe ich es postet. Ich bin hergegangen und habe. Und das machen wir auch noch mit weg. Und habe ja in dem Fasttrack habe ich schon was eingefügt. Deswegen bedienen wir uns einfach an der Zeile, die ich hier drin habe. Und dazu gehen wir jetzt her und nehmen uns einmal den Namen. Den nehme ich jetzt nur hier rein, damit ich weiß, um was für Fahrzeug sich das handelt. Das sind immer die ausklammernden Befehle. Ja, haben wir schon oft genug gemacht. Jetzt brauchen wir, wenn man sich das einfach anschaut, jetzt brauchen wir einmal den XML-File nehmen. Den finden wir natürlich in unserem Fahrzeug. In der XML. Und der heißt hier 1104. Ist jetzt nicht sonderlich schwer. Und den tragen wir hier ein. Und jetzt kommt der Modname. Und wie ihr hier schon seht, ja, müssen wir hier den Modname eintragen. Mein Mod heißt, so wie wir ihn hier haben, also so wie mein Ordner heißt, deswegen gehen wir her. Probieren uns das und fügen es hier ein. So, wenn wir jetzt das Ganze so belassen würden, dann würde unser Fahrer ganz einfach da sitzen, wo er im Fasttrack auch sitzt. Und
Das wäre höchstwahrscheinlich etwas falsch. Deswegen gehen wir hier rein und hier kann man hergehen und kann sich jetzt diese 5 Transformgruppen erstellen. Oder man ist ein bisschen flexibel und erstellt sich 2 Transformgroups. Und die eine nenne ich jetzt entweder Figur, Spieler, Body, wie auch immer. Wir nennen es jetzt einfach mal Body. Und die andere machen wir Variable, das bleibt X, denn hier können wir drüber bestimmen, wo soll der Fuß sein, der andere Fuß oder die Hände und so weiter. Das fügen wir dann in unserem Body ein, sodass wir, wichtig, hier drüben überall eine 0 haben aktuell. So. Und da ich also oft gefragt war, wobei die meisten wahrscheinlich schon ausgeschalten haben von euch, damit man sich das Ganze, also ich persönlich habe immer ein Problem, wenn ich jetzt hergehe und schiebe mir das so hin. So, dann schreibe ich zurück. So, und sage, okay, das soll da auf das Brettlement her. Dann machen wir das Ganze so. Sieht auch relativ passend aus, aber ja, der sitzt jetzt daneben. So, ich tue mir da ein bisschen hart, deswegen gehe ich hier und erstelle mir einfach einen Würfel. Ja? Den Würfel, den Moment, wir gehen her, müssen wir hergehen. Oder wir machen es nochmal von vorne. So. Den Würfel hauen wir uns jetzt auch in unserem Body mit rein. Jetzt müsst ihr ein wenig aufpassen, was er immer auswählt. Und den machen wir jetzt einfach ein bisschen kleiner. Wenn ihr hier in die Mitte klickt, dann könnt ihr das Ganze so skalieren. Jetzt klicken wir einmal auf den Body und ziehen uns, also alles, was in unserer Transform-Gruppe ist hier, das verschiebt er dann mit automatisch mit, wenn er die Transform-Gruppe, also unser X-Wert ist dann verschoben, obwohl er hier 0 hat, aber man sieht, der ist hier. Und hier haben wir den Body verschoben und der Cube ist auch bei der 0. Ja, das ist wichtig, das braucht er nachher noch. So. Jetzt gehe ich immer her und schau mir das Ganze so an. Wo habe ich den Würfel? Den möchte ich jetzt hier noch etwas schmäler machen. Ups. Etwas schmäler machen. So. Dann machen wir noch ein kleines bisschen kürzer. Aber auf jeden Fall flach. Und so ungefähr könnte er jetzt die Figur oder die Spielerfigur, die Dicke der Oberschenkel und so weiter, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie der dann drin sitzt. Nur zum groben Ausrichten. Jetzt klicken wir wieder auf unseren Body und gehen her und schieben uns das, weil jetzt sieht man hier das, okay, hier taucht jetzt so langsam ein. Das lassen wir einfach mal so. Und von der Position würde ich sagen, können wir auch so lassen. So. Jetzt ist es wichtig, wenn ihr jetzt die Füße zum Beispiel platzieren wollt, dann könnt ihr hergehen und schiebt euren Cube hier rein und sagt, okay, ich möchte die Füße jetzt zum Beispiel hier haben, dass die hier so auftauchen. Das ist nur erstmal ein Grobwert, denn man muss sich das Ganze erstmal im Spiel anschauen, wie sieht es aus, muss ich den Charakter noch drehen, muss ihn eventuell neigen, weil ja die Sitze hier teilweise dann leicht angeschrägt sind und so weiter. Ja, es geht nur darum, dass man sich das Ganze ein bisschen vorstellen kann, wo ist das Ganze jetzt, oder man macht sie den Cube eben noch kleiner und dann kann man es noch genauer anpassen, dass man sagt, okay, der Fuß, der ist ja nicht so dick, so, jetzt verschwindet es hier im Boden, nehmen wir einfach den Wert, so, zack und fertig. Ne? Aber unser Body ist trotzdem noch hier oben an der Position. Und den Body, den wollen wir jetzt einfach so mal übernehmen in unsere Liste, also in unser Vehicles of ModHub XML. Und die, wenn man sich so ein bisschen klein macht, dann kommen wir hier auf jeden Fall rein. So, jetzt haben wir hier als erstes unseren X-Wert und da steht beim im GE die 27. Und dann haben wir hier die 1.837 für den Y-Wert und unten haben wir die minus 0.748. So, und das kann man einfach mal kurz gucken, und zwar nehmen wir das jetzt mal als linken Fuß
Na, wenn wir schauen, der linke Fuß, der sitzt hier, da haben wir hier 3 weniger, dann sind wir hier bei 11. Hier wäre es jetzt der rechte Fuß, den brauchen wir jetzt nicht, wir machen es jetzt einfach nur mal so pauschal. Dann haben wir hier die 5, 2, 4. Und hier haben wir die 5, 1, 4. So, hier hinten sind die Rotationswerte. Das ist jetzt da dazu da, dass man sagt, wenn sich der Charakter hier gedreht haben soll oder nicht. Wir belassen es jetzt einfach mal so dabei, machen das Ganze zu, speichern unsere hier. Wir können dann nochmal auf den Pfad gucken, falls nämlich was nicht funktioniert, dann seid ihr zufällig in der falschen drin. Wir sind hier aber in unserem Armatrack. Gespeichert haben wir es. Hier haben wir unsere Moddesk drin, die haben wir ebenfalls gespeichert, können wir schließen. Jetzt packe ich das Ganze einfach nochmal zusammen. So. Und mit Steuerung X und Steuerung V kopiere ich mir das Ganze in den Mod-Ordner rein. So, den haben wir jetzt hier drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im Spiel wieder. Wichtig ist noch zusätzlich, beachtet den Universal Passenger, den müsst ihr im Multiplayer-Spiel, müsst ihr den testen. Dann nehmen wir einfach den Spielstand, den Waldra brauchen wir nicht. Wir nehmen Universal Passenger, den brauchen wir. Also den braucht ihr so oder so. Und den Armatrack, den brauchen wir auch. Wäre sonst etwas schlecht. Genau, das passt. Passwort 0815 habe ich jetzt extra mal für euch eingerichtet. So. Deutschland. Und dann gucken wir mal. Ja, wie soll ich sagen, jetzt sind die meisten wahrscheinlich eh schon weg. Möchte nur ein bisschen drauf rumhacken, weil ich so viele Zuschriften krieg und es langsam doch nervig ist, wenn ich 2-3 Videos zum Thema habe. Und für was mache ich es denn dann überhaupt? So, hier haben wir jetzt den Armatrack in Original. Und wir sehen, wir können Frontlader hinbauen oder andere Reifen. Und hier hinten haben wir den Armatrack als Togavido Edition. Und wenn wir hier reingehen, haben wir auf einmal den Universal Passenger mit drin stehen. Das machen wir einfach noch. Ah ne, lass mal so. War wahrscheinlich eh nicht fahren mit dem Fahrzeug. Aber ich, ja. So. Und den können wir uns gerade so leisten. Deswegen schauen wir uns an. Hier haben wir das Fahrzeug. Ja. Weil so vom Design ist ja gar nicht so übel. Wenn ihr jetzt im Fahrzeug seid, dann seht ihr, so ist eure normale Position vom Fahrer. Und mit Umschalt links und Y-Taste könnt ihr in den Beifahrermodus wechseln. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, der sitzt jetzt im Brett. Ne? Das heißt, wir können auf jeden Fall noch etwas hochgehen mit dem ganzen Wert. Und die Füße sollte man auf jeden Fall anpassen. Und wir sollten ihn noch etwas drehen. Ne? Das können wir jetzt noch kurz ein bisschen verändern. Schauen wir mal, ob wir da noch was hinkriegen. Zumindest, dass die Füße nicht draußen sind und dass er nicht so auf dem Ding hängt. Die Warnings, warum sind die Warnings da? Werde ich auch oft immer wieder mal gefragt. Wir machen es jetzt wieder so. Dateien im Packen. Ich weiß, ich habe ihn im Bearbeiten-Ordner drin. Den löschen wir. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, ja, wie ich da dann die Sachen zum Beispiel verändere. So, jetzt haben wir ihn einmal hier wieder. Dann gehen wir wieder in unsere Kamera. Deswegen hat er die Warnings, weil er hier 2 Teile hat, mit denen kann er nichts anfangen. So. Und hier war es jetzt so, dass wir sagen, okay. Den Cube, den setzen wir jetzt hier wieder auf. Oh, da haben wir den Würfel verschoben, oder? Weiß jetzt gar nicht mehr genau. So, jetzt machen wir den hier wieder etwas größer. Ne? Na, ja, ein bisschen größer. Mhm.
Und der war, wie weit war dann unten? Unsere Spiele. Gehen wir mal hier, dass man ein bisschen grüßt. Ah! Moment, das war falsch. Moment, 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 Moment. Sagt da keiner was von euch, ne? Warum sagt er nichts? Wir würden, ich würde vorschlagen, wir nehmen einfach den Cube zum Vergrößern. So. Geht besser als über die Transform Group, ne? Weil die Transform Group, die haben wir hier als 1, deswegen machen wir es so. Okay, ich glaube, so ungefähr war die Position vom Beifahrer, oder? War der. Haben wir hier schon wieder verschoben? Machen wir zurück. Oder war da noch ein bisschen größer? So. Also, jetzt. Deswegen ein bisschen aufpassen, wo man hinklickt. Jetzt ziehen wir den einfach nach oben. Machen wir es mal so. Und dann hat sich ja hier der Wert verschoben. Dann gehen wir hier rein und gehen in unsere Mod XML für den Universal Passenger, schauen uns das Ganze nochmal an und sagen, der Wert ist geblieben, der Wert hat sich leicht verändert auf die 8,7 und der andere Wert ist geblieben, denn wir haben ja nur eine Achse bewegt. So. Und jetzt speichern wir das Ganze wieder. Speichern das hier, schließen das Ganze und dann können wir das Ganze erneut packen. So, einmal hier hinzufügen und dann machen wir den gleichen gleich wieder. Den fügen wir hier dann ein und den schieben wir hier runter und lassen einfach die andere Datei ersetzen. So. Und jetzt sehen wir uns gleich direkt im Spiel. So, jetzt sind wir im Spiel. Dann müssen wir den wieder kaufen. Wir haben ihn nicht speichern. Oder mieten, wie auch immer. Und dann springen wir mal rüber. Und jetzt sehen wir, okay, wir könnten noch etwas hochgehen. Ich würde sagen, der hockt jetzt noch so 5 cm unterhalb von dem Vesperbrettl. Der Vorteil ist, wenn ihr ein anderes Fahrzeug nehmt, also ich denke mal, es. Gut, hier ist er ja mit drin. Aber bei den Fahrzeugen habt ihr einen Sitz. Das heißt, sie müssten den Millimeter genau ausrichten, sondern nur ein bisschen. Der hat sich auf jeden Fall verschoben. Wir müssten den Oberkörper ein bisschen nach hinten lehnen, denn hier stößt er mit seiner Mütze an. Und das Ganze etwas reinschieben oder zur Seite drehen. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr hergehen oder mal schauen, dass ich euch nicht alles vorkau. Deswegen machen wir das ganz einfach so. Ja. Und gestern habe ich das Ganze nochmal ausprobiert bei dem hier, weil hier ist ja nicht mit drin. Hier ist es etwas schwieriger, denn ja, muss jetzt die Hand noch ein wenig ausrichten und die Füße noch ein kleines bisschen runterholen. Dann passt es so auch. Ist eine Tüftlerei, ihr müsst jetzt mal raus, wieder rein. Ja, aber ich denke, so das Grundprinzip sollte soweit klar sein. Ist jetzt nicht allzu schwer, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, wenn ihr hier dann fertig seid, wenn ihr das so anpasst habt, dass es bei euch funktioniert, dass es so sitzt, wie ihr das haben wollt, dann könnt ihr hergehen und löscht am besten eure hinzugefügten Transformgruppen wieder raus. So, jetzt kann man zum Beispiel hier nachher gehen und sagen, okay, ich mache jetzt den Cube nochmal so. Ja. Also, und dann schiebe ich das Ganze nochmal hoch und nehme jetzt einfach den Wert. Und dann könnt ihr euch das anpassen. Es sind immer die Achsen so angeben, wie sie hier drin stehen. So liest das auch. So sind sie angeben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Ganze noch weiter verlängern sollen oder nicht. Oder nicht. Nicht. Das wäre jetzt die Rotation zum Beispiel. Und dann kann man den noch ein bisschen mehr nach hinten neigen. Müsst ihr rumtüfteln, müsst ihr rumprobieren.
Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie man das Ganze einfügt. Ja. Ist wie immer, probieren geht über studieren. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß damit und wir sehen uns einfach in einem der nächsten Videos. Bis dann, ciao.